Auch anderswo kann man anarchische Abende verbringen. Alles muss schnell gehen, Abstieg in den Bauch von Paris. Den Deckel hat Lazar zuvor aufgeschweißt, extra für uns. Die Eingeweihten haben andere Eingänge. Lazar und Libby sind unsere Führer, ohne geht es nicht. Kopfleuchten sind Pflicht, denn man muss immer beide Hände frei haben und stets zusammenbleiben. Du gehst als Erste, Libby. Sie verschwindet in einem kleinen Loch, ich hinterher. Es ist ein beklemmendes Gefühl, sich rückwärts ins Nichts zu quetschen. Für Lazar dagegen ist das eine alltägliche Übung. Insgesamt 300 Kilometer Stollen wurden unter Paris gegraben. Die Elegante hat sich die Steine für ihre stolzen Monumente einfach hier unten geholt. Doch irgendwann begann sie einzustürzen. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Steinbrüche geschlossen. Seitdem wacht eine Generalinspektion über das Labyrinth. Wer sich hier aufhält, verstößt gegen das Gesetz. Noch sind wir nicht am Ziel. So, jetzt kommen wir gleich an in der Bar à la Hague, Paris. Ganz geschlossene Zirkel. Seit 4 Jahren läuft dieser Club der unterirdischen Regelbrecher. Sie haben Stromleitungen angezapft, der Champagner ist gekühlt und das Rauchverbot gilt auch nicht. Hier gibt es keine Regeln. Wir brechen keine Gesetze. Wir leben hier unten in einer Welt ohne Regeln. Ich komme regelmäßig, jeden zweiten Abend. Das ist mein Hauptquartier. Hier verlierst du die Orientierung, vor allem die Mädchen. Also kriegst du sie leichter rum. Bis in die 80er Jahre gab es viele solcher Bars in den Steinbrüchen. Zu gefährlich fand die Stadt und hat aufgeräumt. 99% der Eingänge sind mittlerweile zugeschweißt. Die Steinbrüche sind urbaner Raum, der aufgegeben wurde. Die Stadtverwaltung hat sie dicht gemacht, weil es ihr zu kompliziert wurde. Mit der Rückeroberung dieses Raumes schaffen die Eingeweihten ihre eigene Welt. Sie glauben, unten freier zu sein als oben. Eine Illusion. Das soll noch mal jemand sagen, Paris hätte keine Überraschung zu bieten. Es gibt sehr originelle Weisen, einen Drink zu nehmen, aber die sind auch ganz schön anstrengend und schweißtreibend.